Hier nochmal die Parkposition von außen. Ich hoffe, naja, wir finden den auch wieder. Herzlich willkommen in Norwegen. So, die ersten Meter auf norwegischem Boden sind gemacht. Da den genauen Wegverlauf zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja, für uns ist es jetzt beide das erste Mal, dass wir mit so einer großen Fähre fahren. Und bis jetzt, muss ich sagen, lief es problemlos. Also der Check-in, einfach nur beide ID-Karten, also beide Perso-Ausweise. Dann hast du eine Boarding-Card gekriegt, der sagt dir dann, in welche Line du dich einreißt. Und ja, jetzt stehen wir ganz vorne und warten. Ja, ich weiß nicht, auf das Boarding, heißt es auch Boarding? Also, unsere Zeit, die wir jetzt hier warten, vertreiben wir mal mit ein bisschen Keks essen. Weil so richtig was kochen oder ein Ei braten wollen wir jetzt auch nicht mehr. Aber so ein bisschen Nahrung kann man ja immer gebrauchen. So, hinter mir seht ihr die Fähre angelegt. Jetzt wird sie gerade entladen. Beziehungsweise die Autos fahren alle runter. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Bruno. Wir wollen hier auch nichts verpassen. So, aus der Pole Position. Gas ist ausgeschaltet. Geht's jetzt auch auf die Fähre. So viele Autos hier standen, wundert man sich ja doch immer wieder, was da alles reingeht. Oh, da ist hier Maßarbeit. Wir gehen gleich hier an die Seitentür raus. Horn eingeklappt. So, damit haben wir unsere Parkposition erreicht, denke ich. Das ist wirklich hier Maßarbeit. Also was hier an Autos und Transporter, LKWs reingeht, unglaublich. Eine wirkliche Menge, wirklich krass. Aber jetzt geht's los und wir freuen uns total. Hier nochmal die Parkposition von außen. Ich hoffe, naja, wir finden den auch wieder. Das war ganz schön knapp oben, ne? Ja, ich weiß gerade auch gar nicht wohin. Aber wir sind auf jeden Fall Parkdeck 5. Was wir von meiner Herr nicht vergessen haben. Wir sind jetzt hier. Also das nenne ich mal Toilette mit Aussicht.
Fresse ist dann windig. Förmlich vom Deck. Also schon sehr windig. Ja, und auch immer wieder andere Schiffe sieht man da am Horizont. Der Roland lernt fliegen. Wieder zurück beim Bruno, kurz bevor wir wieder die Fähre verlassen. Hier das Schild, damit man weiß, dass wir nach Kristiansand wollten. Das macht man vorne sichtbar. Am besten an die Windschutzscheibe bzw. am Rückspiegel, den wir aber nicht haben. Es ist soweit, wir sind in Kristiansand angekommen und jetzt geht es runter von der Fähre. Hoffen wir, dass uns kein Spiegel abgefahren wird. Meter auf norwegischem Boden sind gemacht und wo führt es uns hin? LPG Fill-in Gas Service Station oder wie auch immer das heißt, denn mein Fauxpas, ja, war ja mit der angefangenen Flasche Gas, die dann doch schneller leer war als gedacht ist. Aber gut, jetzt sind wir hier in Kristiansand, eine Viertelstunde vom Hafen weg. Jetzt hole ich die leere Flasche raus und der füllt uns die auf und dann sollte das auch reichen für die nächsten. Wie lange sind wir hier? 2,5 Wochen. 2,5 Wochen. Roland ist sehr aufgeregt heute und wir können nur hoffen, dass er alles gut macht, denn die Nervosität steigt bei ihm. So, vielen Dank übrigens nochmal. Dieter Klockhaus für deine Maps, Google Maps Karte mit den Füllstationen. Das hat uns jetzt das Leben gerettet. Tja, was soll ich sagen? Auch hier, genau wie in Deutschland, gibt es Stau. Stau, 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 überall Stau.
Herzlich willkommen in Norwegen, dem Land der Wasserfälle, Fjorde und Berge. Also ich sag ja, man kommt hier um eine Ecke rum und hat das Gefühl, ich muss schon wieder filmen, anhalten, knipsen. Fotos machen. Das ist ja Wahnsinn, guckt euch das an. Und was sagst du jetzt zu dem Strand in Mandal? Super schöne Gegend hier. Also immer wieder schöne kleine Buchten auch. Ja. Und kaum Leute hier. Heute das Wetter spielt natürlich auch richtig super mit. Also, das ist ein klasse Tag. Es ist alles total gepflegt, ordentlich. Schön, einfach nur schön. Klima ist super, nicht zu heiß. Heute haben wir einen sonnigen Tag erwischt. Ganz toll, 25 Grad, leichte Brise. Ja, unser erster Abend oder unser erster Tag hier in Norwegen geht zu Ende. Wir haben jetzt hier einen schönen Stellplatz oder eigentlich ist es mehr ein Parkplatz. Ich werde wie immer unten die Stellplätze unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut gerne mal rein. Und ansonsten, ja, die Fährfahrt war sehr schön, sehr interessant. Wie gesagt, wir haben in der Business Class gebucht. Da gab es dann auch schöne kleine Leckereien. Zimtschnecken, Donuts. Genau. Melonen, all solche Sachen, genau. Alles Kaffee. Nach der Ankunft hier in Kristiansand waren wir dann noch bei einem Gasversorger, der uns dann nochmal die Gasflasche aufgefüllt hat. Bezahlt haben wir, glaube ich, 162. Ja, nordische circa Kronen, glaube ich. 16 Euro ungefähr. 16 Euro so roundabout. Mhm. Ja, und dann sind wir weitergefahren hier nach Mandal. An den schönen Ort, wo wir jetzt stehen, hier an den schönen Stellplatz, Parkplatz mit Strand, also richtig schön gelegen, muss man wirklich sagen. Ja, so geht unser erster Tag hier zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Kommentar oder über einen Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Kostet nichts und wir freuen uns. Also, bis zum nächsten Teil. Tschüss, ciao und servus. Ciao. Tschüss.